Im letzten Video haben wir uns die ersten Schritte in der Shell angeschaut. Da habe ich ein paar Befehle eingegeben, wo sich der ein oder andere vielleicht gefragt hat, ja, woher kennt er denn die Befehle? Muss man damit geboren sein und die kennen? Hat man da ein Handbuch zu seinem Betriebssystem oder wie läuft das? Naja, kennen muss man die natürlich nicht. Google ist natürlich in dem Fall auch immer wieder euer Freund. Also das Stichwort ist ja Linux Shell und dann halt das, was ihr machen wollt, einfach googeln. Dann findet ihr meistens schon, was ihr möchtet. Aber Linux hat auch eben eingebaut so eine Funktion, die nennt sich Apropos. So, das ist auch einfach ein Befehl, denn er heißt hier apropos und danach gebe ich ein, was ich machen will. Zum Beispiel Copy. Und jetzt bekomme ich so eine Kurzbeschreibung und den Befehl vorne dran. In der Kurzbeschreibung kommt jetzt hier das Wort Copy vor und wir haben ja im ersten Video CP benutzt und hier steht dann Copy Files and Directories. Das heißt, apropos und Stichwort, was ich machen will, hinten dran und dann bekomme ich eine Liste mit Programmen, die ungefähr so in die Richtung geht. Aber auch apropos hat natürlich eine Anleitung, also wieder mit man, also manpage, apropos eingeben. Und hier kann ich das jetzt viel feingranularer noch eingrenzen. Ich kann zum Beispiel mit regular expressions arbeiten, um ganz genau rauszufinden, was ich eigentlich machen will. Das führt in den meisten Fällen vermutlich sogar zu weit. Mein Tipp wäre jetzt zum Beispiel einfach mal apropos aufzurufen, dann zum Beispiel wir gehen jetzt mal auf Verschieben, also wir machen ja immer auf Englisch hier, nicht auf Deutsch, also apropos Move, ich möchte was verschieben, was ist der Befehl dafür? Jetzt bekomme ich eine riesen Liste. Naja, was will ich denn verschieben? Ja, in der Regel wahrscheinlich Dateien und Ordner. Jetzt rufe ich das nochmal auf, mache pipe crep. Crep selektiert jetzt aus der Ausgabe nochmal nach einem bestimmten Wort. Also ich könnte das jetzt wahrscheinlich auch mit apropos irgendwie über regex machen, aber ich mache es gerne so. Einfach crep ist auch nochmal ein Befehl. Und jetzt gebe ich hier File ein, weil ich will ja Dateien kopieren. So, jetzt markiert ihr mir alles rot, wo File vorkommt und die Liste ist schon deutlich kleiner geworden. Naja, hier Profiles interessiert nicht. Remove Columns will ich auch nicht. Also hier kommt halt alles mit Remove auch nochmal vor. Und hier sehe ich jetzt den Befehl Move. Also MV. Move und Rename Files ist das daneben.